ist ja unglaublich. Ja, Tamara, kommen Sie doch bitte rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Tamara. Also, ich habe das jetzt mal ein paar Tage beobachtet und mir ist dabei aufgefallen, dass Sie während der gesamten Arbeitszeit bei Facebook online sind, mit zig Leuten chatten, Videos posten und an irgendwelchen bekloppten Umfragen teilnehmen. Hier zum Beispiel, welche berühmte Horrorfilmfigur bist du? Tamara, das geht nicht. Sie werden hier bezahlt. Ja, das sehe ich ein wenig anders. Auch dieses ganze Getwittere. Tamara, das geht nicht. Sie haben allein 42 Follower hier in der Firma und da können Sie nicht irgendwelche Texte twittern. Hier, zum Beispiel 9.23 Uhr. Achtung, Wischnewskis Schweißflecken, schon wieder groß wie Wüste Gobi, LOL, Roffel, Doppelgrins. Tamara, das geht nicht, ich bin Ihr Chef. Ja, spitze. Direkt online. Oh, super, Tamara. Da freue ich mich ja schon auf die lustigen Mails dazu. Sie werden das sofort wieder rausnehmen. Tamara? Sie haben Post. Sie haben Post. Sie haben Post. Ich werde echt nochmal bekloppt in dem Laden. Sie haben Post. Sie haben Post. Tja. Das ist jetzt eine unangenehme Situation, aber ich bin nun mal der Chef und so geht's nicht weiter. Im Prinzip können Sie sich natürlich verhalten, wie Sie wollen. Wir sind ja eine Firma mit jungen Leuten. Aber wenn die Produktivität des Teams darunter leidet, werde ich fuchsig. Genau das meine ich. Ich weiß, dass Sie im Moment noch allein in der Buchhaltung sitzen. Aber die Quartalszahlen müssen trotzdem leider rechtzeitig fertig werden. Und Sonja hat sich mehrfach darüber beschwert, dass Sie bei ihr aus dem Monitor gekrochen sind. Tamara, jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Mist. Das mit dem Feuer ist sowieso so eine Sache. Mann, neulich haben Sie fast das ganze Archiv abgefackelt. Wir haben in einer Woche eine Steuerprüfung. Was meinen Sie, wie wir dann dagestanden hätten? Die Polizei glaubt uns das langsam nicht mehr mit diesen ständigen Unfällen. Jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Scheiß! Tamara, es tut mir leid, aber ich muss Sie entlassen. Ja, es tut mir leid. Aber dann müssen Sie eben lernen, sich ein wenig anzupassen. Sorry! Gehaltserhöhung. Ja, nee. Diesmal werde ich das nicht unterschreiben. Nein. Nein. Ich werde das diesmal nicht unterschreiben. Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei. Mit mir kann man es ja machen.